Alexei Vassiljewitsch, wie kann ich meinen geistigen Evolutionsstand feststellen? Es gibt 4 Evolutionsstufen. Sie werden in den Veden detailliert beschrieben. Entscheidend ist, welche Ziele der Mensch in seinem Leben verfolgt. Wenn der Mensch als Ziel nur Essen, Schlafen, Sex und Überleben hat, dann ist er ein Shudra. Wenn er eine Familie gründen will, ein Haus bauen, einen Garten pflegen und so weiter, dann ist er ein Vaishu. Wenn der Mensch aber versteht, dass Feinde sein Haus zerstören und seine Familie töten könnten und er sich und andere verteidigen können sollte, wenn ihn das Gemeinwohl und nicht nur die eigene Familie interessiert, dann ist er bereits ein Kshatri oder Krieger. Wenn der Mensch aber versteht, dass man nicht die Welt verändern sollte, sondern sich selbst, dann ist er ein Brahmane. Aber wir leben im Kali-Yuga. So steht es in den Veden. Die meisten Menschen schlafen. Bei den meisten ist das Gehirn nur zu 3% aktiviert. Wenn man also ehrlich ist, dann kommen die meisten Menschen aus Sicht der früheren Zeiten nicht einmal an den Stand eines richtigen Shudra heran. In den Veden steht, jetzt sind alle Shudras. Sie unterscheiden sich nur in ihren Tendenzen. Die Ziele der Shudras sind ja Essen, Schlafen, Sex und Überleben. Wer kann aber von sich behaupten, dass er sich richtig ernährt, dass er richtig schläft oder richtig Sex hat? Ein richtiger Shudra beherrscht das alles. Kann man aber trotzdem von einer Stufe auf die nächste kommen? Klar, aus Sicht der Veden kommen wir an die nächste Stufe nicht heran. Aber das ist ja die Sichtweise des Sati-Yuga, also des goldenen Zeitalters. Kann zum Beispiel ein Kshatri zum Brahmanen werden? Oder kann ein Vaishu innerhalb eines Lebens die Stufe des Kshatri oder des Brahmanen erreichen? Natürlich. Angenommen, der Mensch war ein Soldat, ein Offizier, der seine Heimat, seine Ehre und so weiter verteidigt hat und viel gekämpft hat, so dass es ihm schon übel ist von dem ganzen Blut. Und er sieht dann, dass sich die Welt nicht ändert, egal wie viele Köpfe man abschlägt. Kriege gibt es trotzdem. Bösewichte gibt es auch weiterhin. Dann versteht er, dass nicht die Welt verändert werden sollte, sondern dass man sich selbst in dieser Welt verändern muss. Daraufhin wird ihm die Politik, der Krieg und so weiter nicht mehr interessieren. Er wird genug davon haben. Solche Menschen gibt es. Unsere Vorfahren sagten, erreiche selbst die Vollkommenheit und um dich herum werden Tausende dasselbe erreichen. So kann man auch immer die nächste Stufe erreichen. Auch ein Vaishu, der ein Haus gebaut hat, eine tolle Familie hat, eine Idylle, kann auf die nächste Stufe kommen. Wenn dann jemand alles, was er besitzt, vernichtet, versteht er, dass er das alles verteidigen und dafür mit anderen zusammenarbeiten muss. Der Vaishu nimmt also die Position eines Kriegers ein. Davor hatte ihn das überhaupt nicht interessiert. Ihn traf ein schwerer Schicksalsschlag und er ist dadurch evolutioniert. Also ja, es ist möglich und natürlich, die nächste Stufe zu erreichen.